Mahlzeit Mädels. Heute gibt es mal was Neues aus dem Opelhaus. Ich bin bei meinem Kumpel zu Besuch. Hier steht alles voll. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Astra G. Was haben wir hier denn noch? Was haben wir hier? Opel Ascona C. Noch ein Ascona C in Gold. Ein Calibra, ein Vectra. Dann haben wir hier vorne noch ein Ascona B. Der war auch letztens mit auf dem Treffen. Ne? 2 Liter SR, Motorfestmodell. Auch richtig schick noch. Komm her, wir gucken einfach mal rein. Ist zu. Naja, aber es geht hier um den Kollegen. Der ist von meinem Kumpel, ein Astra F Leichenwagen, im ziemlich sehr guten Zustand. Wir machen aus diesem Wagen jetzt den Tod. Das bedeutet, er möchte das Ding geairbrushed haben. Motortechnisch habe ich schon was gemacht, hat er auch schon drin. Wie gesagt, das Ding ist gerade im vollen Umbau. Der Wagen hat nichts gelaufen. Wir können mal gucken. Guck mal, was der gelaufen hat. 87.000. Der ist Teco Laco. Was ist, war da mal ein Schiebedach drin? Aber mal ein Schiebedachmodell, glaube ich. Ja, hinten mit Scheibe. Wow, Alter, die haut hier fast das ganze Gesicht weg. Den alten Schiebebalken, da hat er auch noch. Um die Mila weg da. Noch ist es nicht so weit. Ja, auf jeden Fall möchte er hier unten rum richtig gerne einen Friedhof haben, komplett. Ich zeige euch mal, den Motorraum hat er heute Morgen schon eingebaut, da bin ich schon ein bisschen angefangen. Alter Schwede. Hier steht noch ein Calibra 2 Liter 16 V. Ne, hier sind wir auch schon angefangen. Jetzt habe ich einen nassen, voll in der Pfütze rein. Scheiße. Mila, scheiße, jetzt habe ich aber einen nassen Fuß. Ja, ich wollte euch das mal eben vorstellen hier, was hier so abgeht. Ne? Also den machen wir auf jeden Fall, da wird ein richtiger Hingucker. Er will sich da im Bett rein, der kriegt schwarze Scheiben komplett. Wie gesagt, hier unten wird komplett, hat er vor, so einen Sensenmann-Friedhof. Ich habe da einige Sachen für fertig gemacht für das Auto zu Hause. Ganze Nacht kaum gepennt. Ne? Hier fängt das auch schon an. Wie gesagt, das Ding soll für Opel Treffen so ein Schlafmobil werden. Aber auch geil, Astra F Leichenwagen, oder? Mal ganz ehrlich, hätte ich auch gekauft. Oder Mila? Andere Seite musste am Schweller was geschweißt werden, sagte er. Deswegen bin ich da auch noch nicht bei bis jetzt. Sonst soll nämlich, kann ich das schon lange machen. Hier unten haben sie ein neues Stück reingesetzt. Sonst ist der Teco Laco, ey, kannst du nichts zu sagen. Tip top die Kiste. Hier Ascona 2 Liter SR. Geiles Ding, ne? Da waren wir auch schon so oft bei, den hat er auch schon richtig lange. Das Ding wird auch niemals verkauft werden. Im Leben nicht. Na hier, Made by Michi Schmiede, könnt ihr alle mal gucken. Das ist ein guter Kumpel von mir, war ich vorher zugange in der Schmiede. Dann habe ich irgendwann mein eigenes Ding gemacht. Aber der hat auch nichts gelaufen. 94.000, was steht da drauf? 84, 94. Tippitoppi. Ja, Mausi. Ja, Jungs, habt ihr erstmal ein Video hier zum Astra F Leichenwagen. Was damit weiter passiert, halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ne? Also bis dahin, man haut rein. Tschüss.